FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Da kriegst du gerade den Gegner nicht zugeordnet. Wir sind immer noch auf der Jagd auf den Tabellenführer Mansfield. Die wollen wir natürlich. Wen spielen wir denn heute? Ach, Karl Lissel. So, wie auch immer. Die ausgesprochen. Gut. Okay, gehen wir rein ins Match. So, da meckert schon wieder einer. Und jetzt gehen wir mal in die Pressekonferenz schnell noch. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Klar, wirklich ist alles. Außer Form. Okay, guys, I'm sorry to say we're out of time, so we're gonna have to wrap this up. So. Gut, gehen wir rein in Twitch. Schauen wir die. Du kannst mal kurz mal ein bisschen Teamingenieur arbeiten, weil wir wieder Fitnessproblemchen haben. So, auf geht's ins Match. So, warten wir einen Moment. Auf geht's. Jetzt geht's rein ins Spiel. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolfi und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot. Taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Jo, schauen wir mal hin. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Na gut, auf geht's. Gibt's heute drin vorne wieder 22? Enjoy the game.
Ja, geht jetzt gleich ins Match. Spieltag Nummer 6. Auf geht's. Das Spiel beginnt. Oh, schön hat er gut gemacht da. Zwei Mann. So, was waren Sie draus? Die Gelegenheit, um zu flanken. Sie können es machen. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Das wird Ecke geben. Ja, das müssen Sie eigentlich anders lösen. Gute Chance. Tolle Parade. Und das aus Gas. Die nächste Chance nach 5 Minuten. Das war die zweite gute Chance. Diese Reflexe sind unfassbar. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Klasse Chance jetzt. Ach, das war ein bisschen. Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ja, das war ein Problem in einer dazwischen. Die Tabellenspitze ist für die Gäste heute in Reichweite, aber so ganz haben sie es leider nicht in der Hand. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen. Das hätten sie auch verdient. So klasse Auftritte in dieser Saison. Das wäre ein schöner Erfolg. Super. Ah, gut gelöst da. Da ist er jetzt durch. Tor. Okay. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Schaut uns doch mal die Entstehung des Tores an. Ja, wie gesagt, wir müssen nur hoffen, dass Mansfield heute kommt. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ah, das machen sie geschickt. Also 0-1, der erste Schritt ist gemacht. Am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh, Ballverlust der üblen Sorte. Die Football-Friends greifen an. Hat er. Schön vorbei. Das ist jetzt seine Chance. 2-0. Was ist der Bombenschlag? Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Und das müsste groß gewesen sein. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Probleme. Grease, sorry. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Der ist da jetzt mal da mit der Flanke. Das ist nicht so ganz angekommen, wie er eigentlich sollte. Hat er? Geht nach innen. Der Ball ist stark gemacht. 0-3, 19. Minute. Nein, die Flagge kam jetzt gar nicht an und dann ja, kann er dann auch nicht mit dem Bild laufen. Ja, schade. Er ist weiter am Ball. Gut, Tage los. Das war ganz, ganz wichtig, weil er lässt den Gegner stehen. 1-3. Und gut dazwischen. Und schon funktioniert das wieder. Nochmal dieses Tor. Aber wir gut gelöst da. Einmal, zweimal. Den Verteidiger schön stehen lassen. Und dann rein und zurück. 1-3. Er entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Nach diesem
Treffer steht es nun 3-1. Da gehen sie dazwischen. Ja, der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Die geben den Football Fans auf den Flügel. Patrick! Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Oh, da trifft er die Latte. Scheiße. Ja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine beste Chance können wir schon vorstellen. Entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Schade, Joe Riley. Klasse Aktion. Und Ballfeld aus da vorne, Carlingham. Die Chance lebt noch. Und das liegt im Kasten. Und dieser Pfeffer ist tödlich. Jetzt vier. Also der Tabellenzweiter legt gerade mal los in die Feuerwehr. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers an. Das ist der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abdeckt und voll abdeckt. Da hat er auch noch die Ruhe, den ganz cool im Tor. Und das ist Gips uns gewesen. Spielstand von 5-1 geht es hier weiter. Wieder ein Ballverlust da vorne in der Wärmungsbewegung. Ruiz. Schöne Aktion. Steuerfrei. Gibt's. Unglaublich. 1-6, der nächste. Gross. Schauen wir uns das Tor nochmal an, zunächst der mit dem guten Pass in die Tiefe und dann haben sie diese Überzahlsituation. Aktueller Spielstand jetzt also 6-1. Im Parallelspiel gab es einen Meter in die Wappenstudio. Es gab Strafstoß für die Gäste, aber sie haben diese Chance liegen lassen. Der Torhüter macht sich da ganz lang und dann kommt er tatsächlich noch an diesen Ball. Tolle Parade. Es steht also weiter 1-1. 39 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Das ist jetzt eine Chance. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ah, er gibt abseits, aber der Spieler durch. Der gibt nicht abseits. Oh Mann. Schön, ich dachte, ich könnte nur locker so durchlaufen. Ja, leider. Ah, knapp, aber ja, ja. Na gut. Perfekt getimt, diese Aktion. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Und er geht an ihn vorbei. Der Ball an den langen Pfosten. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke kommt. Dann ist Pause. Das war die erste Hälfte in einem Spiel, das uns bisher überrascht hat. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. So, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch passiert.
So, gehen wir rein ins Match. Ja, Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Busch. Ja, Rolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Da geht er vorbei. Da muss er aufpassen. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Yes. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Aktion geht weiter. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Und jetzt vielleicht. Sagen Sie mich ans Zaubern hier. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr auszuholen. Die Gerüchte haben sich bestätigt, er hat bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Das ist so ein Spieler, da hoffen alle, dass er auch bei seiner letzten Karrierestation noch mal glänzen kann. Ich glaube, danach geht Schlüssel. Jetzt ist es vorbei, schlecht drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Glück gehabt. Schönes Zuspiel. Tolle Chance, aber kein Tor. Aber da zieht der knapp vorbei. Ein bisschen auch das Glück. Machen. Ja. Jetzt können sie es machen. Vielleicht jetzt nochmal ein Treffer. Ja. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts an. So, Ecke kommt. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Nächste Ecke jetzt. Die Ecke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Könnte den Konter geben. Da oh, ist der mit dem Tempo marsch da durchmarschiert. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Mal gucken. Passt. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Ja, schön rausgespielt auf jeden Fall. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Der Pass. Ja, den kann ich jetzt rausnehmen, den Patricia macht. Der ein bisschen. So, Lorten will jetzt noch in die Mannschaft kommen. Ist halt der Vorwurf aus der Weckmann, man kann auch runtergehen. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so, da geht der Trainer kein Risiko. Wird dazwischen gegangen. Geben, kommt nicht mehr ran an diesen Pass. Nee, okay. Joe Riley. Alles andere als ein guter Pass hier, wissen Sie selber. Komm, Ball rollt jetzt aus, Einwurf. Joe Riley. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Macht er ihn. Da sind sie da. Guter Block. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Oh, der Ball jetzt wechseln. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Ecke kommt rein. Die Chance. Und die
Muss er gegeben, da waren sie noch dran. Na komm. Er geht in den Strafraum. Gut geklärt, das war wichtig. Alter, jetzt wechseln. Jetzt holt die gerade aber eine Ecke nach der anderen. Jetzt kommt doch fünfte Ecke bestimmt. Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Das macht er gut. So. Genau hinschauen jetzt. Der ist drin. Da geht dafür, dass sie sich da ein bisschen festgespielt haben. Jetzt gerade lege ich den dann nochmal einen rein. Ist der aber auch nie. So Verteidiger konnte jetzt auch überhaupt nicht der, ja. Sie können es machen. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Ja, ich habe den aber auch schon. Die machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also, das ist nicht zu glauben. Kann er was draus machen? Stark gearbeitet. Ach Mann. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Kein guter Zweikampf. Gefährliche Szene. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in der Szene nicht in Kontakt. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Mann, dieses ewige Weggeschubse. Weil ich fühlte 8-1, aber trotzdem ist das scheiße. Joe Riley. Nicht gut verteidigt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Sie haben den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Die Chance hier. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ja, sie wollten nicht, dass ich dieses 9. Tor nicht mache. Egal, was ich gemacht habe, da kam ich nicht zu. Schade, ich wollte dieses legendäre 1:9 nochmal. Also wirklich eine Klasse, weil es gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Hauptsache gewonnen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Total überzeugt und das nicht nur. Ja, am Ende sind es doch nur 2 Tore noch geworden in der zweiten Halbzeit. So, jetzt gucke ich gerade. Menzi hat verloren. Zauber, da sind wir Tabellenführer. Da haben wir 2 Punkte Vorsprung. So. Ich muss jetzt mal ein bisschen mit den Leuten sprechen. So, gut, damit ist einfach Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel.